Es ist das Aushängeschild der Lausitz, das Stadion der Freundschaft am Eliaspark. Hier wurden Erfolge gefeiert, wie der Aufstieg in die erste Bundesliga unter Eduard Geier oder der Wiederaufstieg in die dritte Liga 2018. Zurzeit belastet den FCE das Stadion aber sehr. Die Bewirtschaftungskosten für das prestigeträchtige Stadion sind zu hoch, dem Verein fehlen die nötigen Mittel. Deshalb präsentierte Energiepräsident Matthias Auth bei der gestrigen Stadtverordnetenversammlung neue Modelle, die den Verein finanziell entlasten sollen. Demnach stehen eine Stadionbetriebs GmbH oder Spielbetriebs GmbH in der Diskussion. Zurzeit laufen Machbarkeitsstudien, die die einzelnen Modelle bewerten sollen. Geprüft wird vor allem, was es bedeuten würde, wenn die erste Mannschaft in eine GmbH ausgegliedert wird. Konkrete Zahlen wollte Auth dem Cottbuser Stadtparlament aber nicht nennen. Es wäre laut eigenen Aussagen unseriös und der Verein müsse erst seine Hausaufgaben machen, so Auth weiter. Ziel sei es weiterhin, bis zum 31.12.2022 dauerhaft in der dritten Liga oder höher spielen zu können. Dafür müssen aber laut Auths eigenen Aussagen Ausgaben gesenkt werden und eine Balance zwischen Kultur, Struktur, Finanzen und Sport gefunden werden.